Good morning, YouTube! Wir bauen uns heute gemeinsam Call of Duty Advanced Warfield. Ich bin der Kanalmaulwurf, aber wie schon eins gesagt, langer Rede, kurzer Sinn. Lass uns doch einfach mal beginnen. So, also setzen wir uns fort mit der vierten Mission. Jo, wollen wir. Und jetzt wieder alle bitte leise. Bei Atlas lief es anders als bei den Marines, aber das hat mich nicht gestört. Leben stehen auf dem Spiel. Die Streitkräfte von Atlas schreiten schnell ein, um die Geiseln zu retten. Verdammt nochmal, Gideon. Du bist ja fast ein Filmstar. Red kein Unsinn. Ist vermutlich das erste Mal, dass dein Hinterwäldler-Arsch einen sieht, der noch alle Zähne hat, aber reg dich nicht auf. Das ist echt witzig, weil deine Mutter... Wow. Seht ihr diesen Scheiß? Nicht übel, was? Du hattest Glück. Die KVA wird immer... Das war kein Glück. Was war das denn? Scheiß Gideon. Eins hat ihn übernommen. Ist mir recht. Krass, Mann. Einfach krass. Bleib locker. Bleib locker. Was können wir für sie tun? Klar, Daddy. Fürs Erste reicht ein Glas. Das geht noch besser. Setzt euch, Jungs. Beim Militär gibt es ein Sprichwort. Behandle deine Männer wie geliebte Söhne und sie folgen dir ins tiefste Tal. Ich verlor meinen Sohn. Und jetzt weiß ich, es zählt jeder Moment. Mhm. Du musst sagen, was gesagt werden muss, solange du kannst. Ihr habt einen großartigen Job gemacht. Lagos bietet fantastische Perspektiven für Atlas. Und dafür danke ich euch. Auf euch, Männer. Danke. Das Feiern tat gut. Aber Gideon hatte recht. Es war reines Glück. Und die KVA wurde immer besser. Und setzte sich täglich größere Ziele. Kernspaltung. Okay, Soldat, Exostyp. Völker der Welt, ihr habt euch hinter dem Schutz der Technologie versteckt. Technologie ist wie Krieg. Schon wieder ein Russe. Ich werde euch von diesem Geschwür befreien. Ich setze die Welt zurück in ihren Ausgangszustand. Yay. Oh, cool. Hades, unser Retter. Ares 2er, bitte visuellen Überblick über Planquadrat. Bitte bestätigen. Seht ihr das auch? Okay. Verlässliche Daten zeigen, dass die KVA eine Kernschmelze im Reaktor auslösen will. Wir starten im südlichen Hof und rücken dann nach Norden vor. Wir beenden es im Kontrollraum. Los in Position. Fick dich, Gideon! Woo! Da sind ja ein paar mehr! 2-3, halten wir uns immer noch an die eingeschränkten Einsatzrichtlinien, over. Negativ, keine eingeschränkten Einsatzrichtlinien, 2-4. Freigabe für alle Ziele, over. Genau. Das wird ein Spaß, Mitchell! Wie Korea! Nur mit mehr Strahlung! Boah! Sollte das jetzt witzig sein, Gideon? Dann muss aber nochmal probieren. Geil! 2-4 abgeschossen! 2-4 abgeschossen! Nein, wirklich? 2-5, Position aufgeben und Alpha unterstützen. Over. Verstanden, 2-3. Wir haben Feinde in unserer Landeszone, verstanden? Roger! Bravo, yeah! Wo sind die denn? Ziel auf den Dächern abschießen! Ach, geh mir nicht auf den Sack, Gideon! Du mir lieber Feuerschutz, du mieses kleines Stück Scheiße, ey! Alter! Was machst du eigentlich, Gideon? Eier schaukeln? Alter!
Wenn Gideon als Schützenkommandokamerad hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Warte mal, hier wird doch irgendeiner mit einer Panzerfaust. Da ist er ja! Oh, da ist er! Alter! Was willst du, hä? Ey! Sag mal, Gideon! Kann man runterspringen? Roger! Bravo! Die Dächer sichern! Bravo, die Dächer sichern! Ziel auf den Dächern abschießen! Ja. Ach, es ist so schön. Es ist so schön. Roger! Bravo! Die Dächer sichern! Mitchell, Ziel auf den Dächern abschießen! Da wurde auch kein Zielwasser getrunken, Alter. Ich bin mal wieder scheiße. Okay, wir rutschen lieber. Wir verpissen uns. Ja. Wir kommen. Willkommen zur Party, Bravo. Sammeln. Alpha scheint in der Scheiße zu stecken. Nein. Mit ihm zum Zielgebäude vor. Alpha scheint in der Scheiße zu stecken. Kommt dann nur da drauf wieder, dieser Gideon-Intelligenz. Ach, Menno. Was gerade lustig wurde, aber diesmal war es meine Schuld. Ja, das ist auch mal eine gute Waffe. Da platzt der Gideon. Flieg und Sieg! Oder auch Mitchell, nicht. Hinter diese MCDs und Feuer erwidern! Aha. Feuer erwidern! MT-Pilot, Zulu gefallen. Wiederhole, Zulu gefallen. Hinter diesen Drohnen in Deckung gehen! Hä? Okay. Verwendung mit Drohnen? Aha. Wuhu! Ja, super. Wir schieben, wir schieben. Ja, bringt gar nichts. Hier, fang. Hey. Hä? Alter. Jetzt grillen wir erstmal ein bisschen Gegner. Alter. Gideon, wie wär's mal mit Feuerschutz? Du miese kleine NBC-Kackratte, ey. Ich hab schon viele unfähige NPCs gehabt. Aber du bist mit Abstand der Schlimmste. Feinde von links, Feinde von rechts. Feinde von überall. Na, brauchst du Zigarette, Alter? Oder ballerst du endlich mal? Ach so, das ist ein guter. Okay. Wuhu. Böse Wichte. Wow. Alter. Okay. Das war jetzt scheiße. Boah. Drei Treffer, wir sind weg. Alpha scheint in der Scheiße zu stecken. Wir rücken mit ihnen zum Zielgebäude vor. Yes, sir. Abrücken. Feuer frei. Flieg und Sieg. Sprung aktiviert. Na gut, gehen wir mal einen anderen Weg. Hey. Ach.
Scheiße! So richtig Scheiße! Na komm jetzt! Ach, scheiße. Alter. Mitchell, hinter diese MCDs und Feuer erwidern! Und überhaupt du? Na egal. MT-Pilot, Zulu gefallen. Wiederhole, Zulu gefallen. Für ihn. Hinter diesen Drohnen in Deckung gehen! Wow! Warum noch ein bisschen mehr hier? Aha. Aua! Hier, fang mal! Aua! Au! Immer diese Brutalos! Ach, das ist wohl irgendwie wieder eine ganz schön lange Sache. Keine Muni? Okay. Okay, was war das jetzt? Nein, ich erwische halt die ganze Horde, ey. Boah. Das auch nicht. Krieg und Sieg! Huhu! Ach, irgendwie glaube ich, bin das schlechteste Call of Duty-Spieler, den es gibt. Soll ich jetzt benutzen? Ja. Achso, Senken der Schild. Ja, der ist immer noch Frechheit. Könntet ihr mal den mit der Panzerfaust abknallen? Na komm her, du. Ja, weißt du was? Ich mach mal das hier. Ah, funktioniert doch. Alter. Feinde oder Freunde? Ich denke mal Freunde. Ja, so habe ich die Gegner gern. Genau in die Ziel geraten. Aua. Das hat weh. Aua. Ja, ach. Moment, wir von vorne. Ah, jo, natürlich. Scheiße zu stecken. Wir rücken mit ihnen zum Zielgebäude vor. Yes. Abrücken. Feuer frei. Boost-Sprung aktivieren. Aber ja, die Faxen decke hier, dreckigen, miesen, kleinen Hurenficker. MT-Pilot, Zulu gefallen. Wiederhole, Zulu gefallen. Ja, schön für Zulu. Alter. Nee, 12.
Na komm, na komm! Kommt her, ja! Aber hey, wir können auch... Na bitte! Raketen? Aha. Unser Drohnenpilot hat sich gerade eine Kugel angefangen. Er ist tot! Soldaten aus dem Nordwesten. Weiter vorrücken! Ja! Lustiges an der Mission. Wo? MT ist deaktiviert. Raus da. Okay. KVA hat soeben einen Titan auf den... Wow. Verstanden, Bravo. Wuhu. Wir sehen einen Werfer ganz in der Nähe. Mitchell, schnapp dir den Werfer und schalte den Titan aus. Natürlich, Gideon. Wow. Ja, ne, fahrt nicht an, wie sie hat. Ich bin der kleine Schmuchtel. Na komm. Der Bastard hat ein Drohnensystem. Nochmal. Haben Sie Kontakt zu einer Munitionskiste? Haben Sie Kontakt und wieder einmal quer übers Feld. Ey, geile Sache. Juhu. Munitionskiste auf der östlichen Seite der Straße. Ja, ich seh's. Alter! Na, hast du genug? Erledigt die Tüte mit dem Werfer, Mitchell! Denkst du, was ich hier gerade mache, ey? Nur reinhalten! Gut gemacht, Mitchell! Ja, Gideon, halt die Fresse! KVA-Techniker haben das Sicherheitsprotokoll überbrückt und versuchen einen GAU einzuleiten. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Verstanden, Prophet. Wir sind unterwegs. Wir müssen zum Kontrollgebäude. Bewegung! Ja, ich nehme mal den Werfer mit. Vielleicht braucht man ihn ja noch. Achtet auf Zivilisten. Okay. Am schnellsten kommen wir durch den Aufzugsschacht runter. Roger, öffnen wir die Türen. Wollen Sie Gideon in Ihren sicheren Tod? Danke, Joker und Carter. Einer nach dem anderen. Los. Ich kenne dich schon. Wuhu! Ab in die Dunkelheit. Sicher. Hier entlang. Bravo, die Reaktortemperatur steigt an. Schlechte Neuigkeiten, oder? Die Marker sind unter der Norm, aber stabil. Können wir es noch schaffen? Nur ein bisschen Strahlung. Ja, vielleicht werden wir so Captain Atom oder so. Aha. Oh, wo ist die nächste Gegnerwelle? Das war ein Massaker. Weiter. Nein, das war Sparta. Entschuldigung, schlechter Witz. Okay. Kreuzung. Rechts halten. Es gibt eine Abkürzung, aber da wird es hässlich. Zusammenbleiben. Aha. Ich hab einen Raketenwerfer dabei.
Hallo? Gegner! Mir wird langweilig. Carter, die Tür öffnen. Verstanden. Carter, die Tür öffnen. Woohoo! Unsere BFFG! Big Fat Fucking Gun! Wir essen jetzt gleich wieder eine lustigere Mission. Boah, du hängst! Kontakt! Ah, nimm mal seine? Ach, können wir los, gar nicht. Los, los! Kontakt! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziel auf den Balkon! Aufschießen! Ach, wow. Alter! Ach, muss man immer in Deckung bleiben? Los, los, Scheiße. Los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf dem Balkon! Ausschalten! Irgendwie funktioniert diese Waffe nicht so besonders gut. Aber mit einer Munition funktioniert die besser. Freunde von rechts! Ah, muss ich leider wechseln. Schade. Ach, kommt schon. Ey, wieder Schwellen von Gegner und keine Manndeckung. Los, los, los. Ey. Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Zieh auf den Balkon. Alter, die leben ja immer noch. Wisst ihr was? Hier. Naja, hier rüber. Den räuchern wir mal aus hier. Scharfschützen. Schon wieder. Das war's mit Scharfschützen. Alter, die kommen immer wieder. Und jedes Mal fliegen sie gut. Meine Güte, wie viele gibt's denn hier vor? Noch ein Schuss. Na, wohin wollen wir den? Ich hoffe noch mehr als einer. Upsa! Ja, aber nur klatt einfach mehr mit. Sollte er nicht im Weg stehen, ne? Na gut. Was würde das denn noch was bringen? Oh, Entschuldigung, Kater. Leider Irrtum. Na komm. Und noch ein. Ja. Mal gucken, was hier so ist. Drohnen über uns. Ja. Ach, scheiße, hier ist ein Zielfernrohr. Ja.
Ronan! Kontakt! 11 Uhr! 12 Uhr! Viertel vor 1! Na, na, na! Was können wir ändern? Der ist tot. Feinde von rechts. Feinde von hinten. Ja, ja. Woo! Ja, der ist schon wieder Kater. Der will unbedingt abgeknallt werden. Was ist denn hier drin? Nix, nix, gut. Bis zum Kontrollraum sind es noch 300 Meter. Verstanden. Heftiger Widerstand im Reaktorraum. Heftig, verstanden. Heftig. Oh, der hat uns ja fast erwischt, der auch. Und wir ihn auch. Da wollte doch schon wirklich einer noch weg. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich brauche mal eine neue Waffe. Da hat's doch einen erwischt! Ui. Aua! Aua! Du kleine miese Drecksau! Ups! Ja. Ach, okay. Ja, richtig so. Zieht euch zu mir zurück. Hier! Oh! Zwei Leute, ein Gedanke! Ach, komm schon. Ja, Gideon. Nee, nicht Gideon. Du bist, der ist sowieso tot. Egal. Ich werde an dich denken, auch wenn ich nicht weiß, wer du bist. Ich hab ihn erwischt. Kontakt. Ah, die Waffe finde ich gar nicht schlecht. Ah ja, ah ja, ja. Achso, hätte ich auch zurückwerfen können. Naja, egal. Ziele hinter der Säule! Ziele hinter der Säule! Nicht nur ein, paar mehr! Hier ist klar, Logia, was gerade einer hinter dir war, oder? Der wollte dir gerade mal zeigen, wenn man so von hinten nachlädt. Ach, was soll's. Feinde von links, Feinde von rechts. Aua. Du sackgesichtiger Schwanzlutscher, ey. Ja, viele haben nicht überlebt. Prophet, wir sind beim Lastenaufzug. Außer Gideon. Hoch zur Hauptebene. Mitchell, drück den Knopf. Klar, Gideon. Wir drücken Knopf. Errichte einen Schutz an der Tür. Verstanden. Ah, okay. Mitchell, nimm deine Angriffsdrohne. Was? Dich? Was ist das? Oh, oh, Alter. Okay. Der Ausgang ist auf den oberen Stegen. Obere Stege. Los! Ich verstehe kein Wort. Das ist ja auch kein Wort. Weiter! Wir haben es fast geschafft. Das macht doch Spaß! Yeah! Woo!
War natürlich alles gescriptet, ne? Ich nehme mal an, was eine Drohne nicht halb so viel aushält. Aber nett. Oh, noch einer. Wow! Bravo, es wird immer kritischer. Wir sind fast da! Reicht sicher, also weiter! Das war natürlich erstmal eine mega geile, hyper mega fette Superdrohne. Ne? Es wird kritischer! Oh. Nein, wir schaffen es nicht! Nein! Oder doch? Ja, doch, wir haben es knapp geschafft. Okay, darf ich wieder öffnen? Ach komm, verpiss dich doch. Kontrollraum direkt voraus. Da ist er! Karte! Mir geht's gut. Was zum Teufel ist gerade passiert? Sie haben die Tür präpariert. Okay. Diese Konsole ist noch aktiv. Einklinken und Diagnose starten. Los an die Konsole. Ach so. Aha. Das dürfen wir erledigen. Mitchell, an die Konsole. Okay. Prophet, seht ihr das? Bestätigt. Wir sehen dasselbe. Okay. Kerntemperatur stabil. Die Kühlbecken müssen geflutet werden. Gut. Moment. Das Niveau sinkt. Die Dampfleitungen wurden unterbrochen. Was? Warte, was? Entschuldigung. Versuche Umleitung. Gideon, Kerntemperatur ist kritisch. Abbruch. Okay. Gideon, ich mach das. Wir haben eine Stufe 7. Sofort aus dem Bereich weg. Scheiße. Verstanden. Bravo. Status ist kritisch. Weg hier. Status ist kritisch. Weg hier. Wir lassen ein paar tausend, hunderttausend Menschen sterben. Warum haben wir unseren Arsch gerettet? Sehr schön. Lauft, Hasen, lauft! Lauf, Häschen, lauf! Bewegung, los! Joker, was hat dein Geigerzähler? Alles in Ordnung! Prophet, das sind KVA-Helis an den Nordturm! Bestätigt, Bravo 1. Wir haben sie auf der Anzeige. Ray, 2-3, fordere sofortige Evakuierung! Ja, jetzt feuern sie wieder. Ach so, Dreck! Wir sind 30 Sekunden da. Bravo, Druckanzeigen sind kritisch. Alle Männer da raus! Ihr habt es gehört! Bewegung! Ah, verdammt. Rückzug! Wie viele von diesen Spaßes dritten da? Komm, Gideon. Jetzt gehen wir aus dem Weg. Lass mal einen richtigen Schützen da ran. Alter! Joker, hey! Du auch hier? Verdammter Mist! Was zum Teufel war das? Druckexplosion! Hier fliegt alles in die Luft! Hey, Jungs! Bravo, hier Brain 2-3. Nähere mich für Luftangriff auf feindliche Fußsoldaten. Mann, das ist ein Geschenk des Himmels, 2-3. Nehmen wir noch ein paar mit, ey! Alter! Schön daneben. Ey, boah! Alter, wer ist denn das? Okay. Gideon, lass mal den Kuchen vor. Alter. Verstanden. Gideon, hinter dir ist einer, Alter! Ah, der Gideon, ey, der merkt gar nichts. Wupp! Oh oh, ich verpiss mich. Hui!
Ja, würde ich ja ganz gerne, aber irgendwie will mal ein Kleiner hier nicht. Er stürzt doch. Okay. Ach, Menno, Gideon. Da ist er. Bring uns runter. Ja, was geht hier als Erster? Nee, ich glaube, der ist klar. Das Team evakuiert. Bereich ist kompromittiert. Er ist der Letzte, der ins Schachfeld geht und der Erste, der es verlässt. Unser geliebter kleiner Gideon. Ah, mal gucken. Was machen wir denn? Ja, Rückstoß wäre manchmal schlecht, ne? Oder vielleicht nochmal ein Zweier? Na klar. Widerstand. Gewehrgranatenerkennung. Panzerung. Steigert Sonne. Nimm mir das. Wir beißen ja sowieso voll oft ins Gras. Naja, was soll's. Nächste Mission, bitte!